sehr aus dem Mal und grüßt euch, die Buben. Ja, Freunde, ich bin's wirklich, ich weiß, schwarz zum Erkennen. Heute haben wir einen anderen Hut, haben wir so einen Bunny organisiert, den möchte ein bisschen testen, weil unter meinem anderen blauen LKW-Hut schwitzt man da extrem. Mal schauen, wie es mit denen ist. Ja, dann heute einmal meinen alten Deuter auspackt. Der hat da hinten so ein Netz. Mal schauen, wie es sich mit dem geht im Sommer. Im Winter, sage ich. Schon ganz deppert, wir haben heute wieder über 30 Grad. Ja, das wird heute eigentlich ein einziges Testvideo werden. Ich habe so einen Thermacell-Gössenstecker quasi. Zeige ich euch dann näher. Ich habe den gestern daheim verwendet. Und zwar der Gerhard vom Kanal Walking Dead Bavaria, der hat den auch. Bei dem funktioniert es. Haben wir etliche Videos angeschaut, das dürfte ganz gut funktionieren. Und jetzt probiere ich das selber mal. Aber das sehen wir dann. Unter anderem ist mein neues Rode Funkmikro im Betrieb. Und ja, schauen wir mal, was sich da anspielt. Ja, wie gesagt, ganzen Neuigkeiten bis auf den alten Hund, der ist glaube ich schon 5 Jahre, aber habe einmal wieder rausgezahlt. Schauen wir mal, wie das mit Schwitzen ist am Bugel. Ja, Geräusche möchte ich mich entschuldigen, aber wir haben das Wochenende das Flugshow. Da geht es rund. Aber jetzt wollen wir sie ein bisschen gemütlich machen und ein bisschen testen. Und gehen wir. Ja, in der Hitze des Gefechts habe ich das jetzt gar nicht weiter erzählt. Also, ich habe das gestern daheim probiert. Auf der Terrasse. Haben wir wirklich verdammt viel gegessen gehabt. Und nach ca. einer Viertelstunde soll das ordentlich wirken. Hast dann so einen Schutzfilm von 21 Quadratmeter. Muss sagen, das war tipptopp. Keine einzige Gössenstochung hat er gesehen. Ja, dann habe ich der Woche noch ein super Paket bekommen von einem Schweizer YouTuber, vom André. Kanal Andrelius Outdoor. Spitzenpaket. Mache ich heute einmal ein Unboxing am Berg um. Das werdet ihr sicher schon vorher gesehen haben, aber ich verlinke euch das da herum jetzt noch einmal. Ja, und weil ich gerade da gehe, fällt mir ein, da habe ich mit der neuen Funkstrecke schon einen weiten Test gemacht und der ist da relativ gut ausgefallen. Bin somit zufrieden, wenn man sieht, wie klar das Gerät eigentlich ist. Das ist ja, das ist jetzt das Mikrofon mit einem eingebauten Mikro schon selber und ja, den weiten Test habe ich schon gemacht und Video ist fertig, verlinke ich da oben, könnt ihr es euch anschauen. Ja, wenn man da mal so schaut, also da sind ein paar Munkerl, was fliegen, aber wirklich keine einzige Gössen. Ich glaube, der Thermacell-Test fällt aus, da muss ich zur Donau runter damit. Okay, ich korrigiere mich. Die Gössen kommen. Super, weil ich gleich mein Gerätel anwerfen. So, ich richte mir alles her, dann zeige ich euch das noch. So, das soll jetzt kein Review werden, ich zeige euch nur mal das, wie das ist. Das kann man runternehmen, dann gibt es diese kleinen Gaskartuschen. Die werden da eingeschraubt. Schauen, dass da oben dran ist. Festziehen. Dann machen wir das wieder zu. Dann gibt es diese Platten wie von Vandal da haben für die Gössenstecke, ist eigentlich dasselbe. Ich habe den gestern ja schon in Verwendung gehabt, normal sind die so dunkelblau. Die verdampfen dann schon langsam. Das Platten einsetzen, einschalten, man hört ein bisschen das Gas strömen, 3-4 Mal drücken. Und dann sieht man da drinnen eine kleine, also es glimmt dezent, dann weiß man, das ist im Betrieb. So, und jetzt einfach hinlegen und in 15 Minuten soll das Ganze wirken. Ja, was ich dazu noch erwähnen will, so eine Gaskartuschen geht für 12 Stunden, glaube ich. Ja, 12 Stunden. Und so ein Plattel ist für 4 Stunden. Da gibt es aber die verschiedensten Platteln. Da muss ich mir Eiersteine fuchsen. Ich habe noch keine Ahnung davon. Wie gesagt, das ist heute quasi der zweite Test. Gestern daheim auf der Terrasse, pipi feinst. Wie gesagt, nach einer Viertelstunde soll der volle Einsatz da sein. Und ich merke jetzt schon, jetzt rennt es ca. 4-5 Minuten.
dass eigentlich die Gülsen schon ein bisschen einen Abstand halten. Ich glaube, jetzt kann man sehen, wie das dampft. Das ist super. Ja, und jetzt wird's lachen. Es gibt heute eine Weltneuheit. Jawohl. Eine Weltneuheit. Und zwar, ich habe ein neues Heferl. Nein, nichts aus Plastik, nichts aus E-Mail, nichts aus Ton oder sonst was. Und auch kein Kuxer. Nein, das zeige ich gleich, wenn es brodelt. So lange müsst ihr euch noch gedulden. Ja, warum das Ganze? Ein YouTuber hat mich da angeschrieben. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich sage auch nicht, dass er Rolf heißt. Und hat gemeint, das ist eigentlich für einen Kaffee diese Schweden-Kunststofftassen unter meiner Würde quasi. Und wie ich so nachgedacht habe, habe ich eigentlich gemeint, ja, er hat recht. Stimmt ja. Ich meine, die Tassen sind super klar zum Zusammenlegen, aber ein Käffchen gehört in einer richtigen Tasse halt. Ich glaube sogar, er nimmt sogar seine Porzellantassen mit, wenn mich nicht alles täuscht, aber okay. Porzellan ist auch nicht, kann ich auch dazu sagen. Ich weiß jetzt ein Ätel hineinkriege. Aber ich habe lange gesucht, bis ich das Richtige gefunden habe. Und das ist schon ein geiles Teil. Ja. Vor allem leicht. Leicht, was ja wichtig ist. Mehr dazu, wenn das Käffchen brodelt. Er ist schon da. No. Der ist schon da. So, und jetzt wollt ihr sehen, was ich habe. Da-da-da-da! Eine Holztasse. Haha! Na, ist die nicht geil? Das ist es. Genau richtig für mein Käffchen. Und ich muss sagen, Herr Wolf, danke für den kleinen Knackwatschen. Das schaut auch gleich viel edler aus. Muss ich auch dazu sagen. Und ich habe es jetzt nicht angewogen, aber meiner Meinung nach ist die nicht schwerer als wie das Plastik. Was ja auch nicht schlecht war von der Schweden Armee, aber so. Das ist quasi mein erstes Käffchen aus der Tasse. Ich habe noch nicht einmal daheim getrunken. Das ist quasi die Weltpremiere. Sozusagen, oder? Ja. Nochmal, Rolf, an der Stelle, danke, du weißt, dass du gemeint bist. Und schaut natürlich auch viel geiler aus, oder? Ist viel links hinter allerdings. Naja, ist egal, bin eh fast der Linker. Naja, bin ein Rechter. Passt auch für rechts. In dem Sinn, mein erster Gruß wieder an meine Krankensaison. Freunde, gesund werden, schaut euch das an, wieder außer mit euch. Ich glaube, wir kriegen einen Sommer, der ist vom Allerfeinsten. Da braucht man gar nicht nach Afrika fahren, bleiben wir daheim, da ist genauso heiß. Und natürlich der Rest der Welt. Prost! Er schmeckt natürlich viel edler da draus, ist ja logisch. Ich glaube, ich muss mir sicher jetzt eine Banane kaufen. Ja, dann das nächste mit dem Buni, bin ich auch zufrieden. Alle Achtung, der tragt sich wirklich besser, es kocht nicht so drunter wie unter meinem LKW-Planenhut. Da ist da schwitziger. Ja, dann, ich habe auch heute so Druckknöpfe noch reingemacht, links und rechts, dass ich den eher wie einen Kaubehut tragen kann. Die Form ist mir lieber wie diese Buniform, wo oben hängt wie so ein Schlapphut. Ja, steht mir ja besser zum Gesicht, oder? Ja, mit meinem Mikrofon da oben, das ist natürlich auch pipi feinst. Der Ton, den höre ich wahrscheinlich erst daheim. Ich habe schon ein bisschen probiert, einmal kurz, habe ich daheim einmal aufgenommen, habe mir es angeguckt. Klingt nicht schlecht. Von der Ausschlagpegel von Empfänger sieht man, wie schön der ausschlagt, wie laut es ankommt. Auch perfekt, also. Naja.
Ja, ich habe die Kamera jetzt einmal hinter mich gestellt, dass mein Sortenrücken einmal seht, dass du siehst, da sind wirklich keine Gössen da. Also, das Gerät ist geil. Vom Feinsten. Ja, und auch von meiner Zuckerlseite, also die Seite, gut, ich habe eigentlich nur Zuckerlseite von mir. Die Antonov startet gerade. Machen sie Rundflüge. So, trotz allem, spät haben wir 3:30. Ich werde jetzt zusammenpacken und schon langsam wieder runtergehen. Meine Sachen, was ich machen habe, vorhin habe ich gemacht. Da wir noch so super Temperaturen haben, schmeiße ich mich wieder in den Pool für. Was habe ich denn den Dreck? Und boah, geben wir Gas, macht Spaß. Der Didi macht die Schitz. Ja, ich packe jetzt wieder zusammen und dann schalte ich dazu. Das lasse ich gleich da fürs nächste Mal. Da kommen sowieso wieder genug her. Ja, gehen wir einfach. Und jetzt machen wir noch eine kleine Runde am Stabruch. Ja, herrlich. Ja, da geben wir ein bisschen Gas, oder? Macht Spaß, oder? Und bremsen sie langsam wieder runter, sonst werden wir alle schwindelig. Passt, heimwärts. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Bin wieder heruntergekommen. Ja, sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. In dem Sinn, man sieht sich. Servus die Malen und pfiat euch die Buben.